Ich bin bei 1000 Gärten, 1000 Arten eigentlich seit dem Anfang an dabei, sprich seit Januar 2020. Die Deutsche Gartenbaugesellschaft hat mal einen Rundruf gestartet und so bin ich auf dieses Projekt gestoßen. Und habe dann über die Gesellschaft letzten Endes das Saatgut bezogen, habe angefangen, die Wildpflanzen auszusehen und später bei mir in der Gärtnerei zu topfen. Also wir verkaufen sowohl das Saatgut in Hüten als auch dann fertig getopfte Wildpflanzen, einfach mit dem Hintergrund, wer einen kleinen Garten hat oder schnell eine fertige Fläche haben möchte, für den ergibt es sich einfach dann, die Pflanzen schon getopft als fertiges Produkt einzusetzen. Das Interessante, was ich feststellen konnte, ist, teilweise ganz unbewusst greifen sie zu Wildpflanzen, weil die halt immer einen natürlich kräftigen Wuchs haben. Die sind halt einfach stärker im Wachstum, die sind auch robuster. Wenn Wildarten, Wildpflanzen blühen, haben sie teilweise doch einen sehr, sehr schönen Flor, was so letzten Endes auch ansprechend ist. Und es gibt aber auch immer mehr Gezielte, die ganz gezielt Wildarten einkaufen wollen bei uns. Also in erster Linie bei uns in der Gärtnerei sind es natürlich die Privatkunden, die ihren Garten verschönern wollen. Das andere ist, wir haben aber auch immer mehr Beauftragte von Gemeinden oder Städten, die Anfragen stellen bzw. uns besuchen, eben solche Wildprojekte auch in ihren Gemeinden dann umsetzen möchten. Die ersten Landschaftsarchitekten und Planer haben sich dann auch schon gemeldet. Also die Stärken sind definitiv bei Wildpflanzen, dass diese viel robuster sind im Wuchs, sie sind ausdauernder, sie neigen auch zu einer guten Selbstaussaat, was ja Züchtung oder Kreuzung teilweise nicht machen. Das heißt, man hat auch immer wieder neuen Nachwuchs im Garten. Das nächste ist, sie sind sehr bekömmlich auch für Insekten, was ja, denke ich, ja auch ein ganz großes Thema ist. Und wenn sie blühen, haben sie doch immer was Natürliches und auch was Reizvolles an sich. Also ich sag mal, bei den Pflanzen, die in diesem Projekt 1000 Gärten, 1000 Arten im Prinzip angeboten werden, sprechen wir eigentlich von, Pflanzen, welche für fast jeden Standort geeignet sind. Es sind natürlich vorwiegend Pflanzen für einen sonnigen oder halbschattigen Standort. Die sind jetzt vielleicht nicht speziell für extreme Trockensituationen oder für extreme Feuchtsituationen gemacht, aber für die normale Standardsituation, wie man sie eigentlich in jedem Garten findet, funktionieren diese Wildarten. Das ist ja der Vorteil bei heimischen Pflanzen. Ja, also grundsätzlich Silene vulgaris, das Leimkraut, ist schon eine ansprechende Pflanze, weil auch der Samenstand sehr dekorativ ist. Mich sprechen aber auch Gallium vernum, das Labkraut, an, weil es ein schöner Bodendecker ist, der sich gut ausbreitet. Und definitiv nicht zu vergessen Salvia pratensis, der Wiesensalbei, mit seiner Blüte gleich im Mai, Juni und noch mit den attraktiven Samenständen danach, macht immer was her. Also am besten ist es wirklich bei den Leucanthemum, bei den Wiesenmargariten. Diese sind wohl schon am ausdauerndsten in der Blüte. Und wenn man hier auch mal mit einer Heckenschere im Prinzip mal nachschneidet, dann kann man das remontieren, die Nachblüte auch noch mal etwas fördern. Im Moment sind wir ja bei ungefähr 40 Arten, welche hier für den Bereich Ost dann in Frage kommen, welche es auch im Angebot gibt. Und vielleicht wird es auch noch spannender, hier vielleicht noch die ein oder andere Wildart, welche sehr reizvoll ist, noch in Zukunft mit in das Projekt einzugliedern.